Willkommen zurück zu Spywood 2 und ja, wie ihr seht und wie ich feststellen musste, habe ich wohl beim letzten Mal an einer sehr ungünstigen Stelle die Aufnahmesession beendet, dass ich jetzt das ganze Level nochmal machen kann. Ja, so ein Mist! Na gut, komm Leute, waschen wir mal schnell durch. Das muss jetzt schnell gehen. Ne, weil eigentlich haben wir den Talisman. Den haben wir ja eigentlich schon, bloß ich wollte halt gerne, ne, es hat sich so angefühlt, als hätte ich so viel verpasst hier. Boings. So. Okay, also ganz, ganz schnell hier. Das Ding hier und nochmal alle Dinger kaputt machen, kriegen wir da hin. Zack. So, noch eine Diode. Bams. Übrigens, ne, diese Typen hier, habt ihr mir auch erzählt. Diese Typen mit den Schraubenschlüsseln und die kleinen Roboter. Das ist eine Anspielung auf Ratchet und Clank. Ne, also jetzt nicht unbedingt krass vom Aussehen her, aber halt von der Tatsache, dass es halt, also die Farben stimmen überein und dass das eine ein Roboter ist und so. Schöne Anspielungen sind ja auch so, man kann ja fast sagen, auch so damalige Sony, PlayStation Lookalikes oder Maskottchen. Ne, so wie so Crash, Spyro, Ratchet and Clank, Jack and Dexter. Ne, so ein bisschen. So ein Duo. Okay, hier müsste ich soweit alles haben. Ich kann bloß noch schnell hier hoch. So, oh Mann, ich darf aber halt echt nicht sterben. Ich darf keinen Fehler machen, das muss ich alles nochmal wiederholen. So, okay, da oben komme ich, glaube ich, halt echt über andere Wege hin. Gut. Haben wir hier Wesen alles eingesammelt. Wesen bleiben ja echt die Steine erhalten, das ist gut. So, hallo? Ich hab doch... Diode bitte einsetzen. Oh, okay. Hey, nochmal ein paar Schritte zurück und dann ging's. So, ja, schön, dass du trotzdem speicherst, aber bringt leider nichts. Mann! Ja, da muss ich jetzt aber echt einfach ein bisschen aufpassen, ne? Muss doch echt alle Gegner nochmal killen, ne? Weil das halt nicht, auch nicht mal die coolen hier speichert bleiben, leider. Boom, boom, boom und boom. So. Okay, ja, 18 Gegner noch, sonst komme ich hier nicht durch. Oh, was liegt hier rum? Ah, noch eine Diode, danke. Zack, kaputt. So, ich gebe mal mein Bestes, ne, ein bisschen hier, weil das kennen wir im Prinzip alles schon. Aber ja, konnte ich nicht wissen. Muss ich aber jetzt mal ein bisschen aufpassen, wie es halt in Zukunft mit Aufnahmesession-Pausen ist. Sonst, also nicht mitten im Level am besten, nicht mitten im Level. Aber beim letzten Mal ging es halt leider nicht anders. So, und hier habe ich jetzt auch irgendwie hier so eine Aufgabe, ne, wo ich gar nicht weiß, kann ich die schon machen? Gucken wir nochmal ganz schnell, weil hier gibt es so viele Typen hier, richtig viele, die ja dafür sorgen, dass das Ding hier alle nicht funktioniert. So, zack, den ersten. So, wo ist denn der Typ jetzt hier hin? Der ist abgehauen. So, genau, der hat ja so eine Kugel wieder für uns. Wo rennt der denn hin? Aua. So, tot. 1 von 10. 10 Typen rennen hier rum? Wo sind denn die? Na, ich brauche auf jeden Fall jetzt hier keine wagemutigen Sprünge irgendwie in den Tod oder sowas. Nee, nee. Nicht nochmal. So, den Stein, den können wir da reinmachen. Den. Schön magnetisch, alles cool. So, dann haben wir noch hier einen Stein. Der kann hier ran. Zack. So, denn aber, guck mal, da muss hier noch einer rein. Okay, liegt der hier irgendwo noch? Nö. Warte mal, der fliegt den bestimmt hier und dann nehme ich den einfach mit. Da rennt so ein Typ rum. So. Mitnehmen. Das ist ja schon mal das erste Ding da quasi komplett aktiv. Hä? Achso. Wo kam der denn jetzt immer her? So. Hier ist ja noch so ein Typ. Wo kommt der her? Hier liegt jetzt noch so eine Kugel rum. Hä? Hier liegen noch. Die Kugeln liegen alle wieder da. Ich bin verwirrt. Wieso war der Typ jetzt wieder da? Kann ich einfach hier stehen bleiben und die. Ach, die klauen die immer wieder oder was? Ah, die werden immer wieder geklaut und zurückgelegt. Verstehe. Also muss ich vielleicht echt mal ein bisschen einfach nur immer wieder gucken. Ne? Wenn ich dann weggehe, dann auf einmal, zack, haben die Typen wieder an sich gerissen, die Schweine. Wo kommen die her? Tauchen einfach wieder auf. Voll doof. So. War es das jetzt hier? Alle sind jetzt hier dran, ne? Aber vielleicht, wenn ich weggehe, kommt wieder einer. Ne? Mal gucken. Oh, ah, ja, ja, ist okay. So. Wegen so viele Schwierigkeitsgrade oder auch zu lügen mal an. So, der ist tot. 4 schon. Ja, dann muss ich hier anscheinend jetzt immer hier erstmal eine Weile hin und her rennen und warten, bis sie einfach mal wieder spawnen. So. Es gibt aber, glaube ich, echt mehr so eine Steine als Säulen hier, oder? So, hier, die sind alle bestückt. Jetzt. So. Ja, bis halt den Typen wieder klauen, ne? Okay, dann gehe ich mal wieder zurück. Renn ich wieder zurück. Das ist bestimmt der da. Da oben ist wieder ein anderer Typ da. Alles klar. Wo rennt der hin, Mann? Komm mal hier. So. Muss ich die jetzt immer wieder einsetzen oder kann ich auch einfach wieder zurückrennen?
Also immer hin und her rennen, dass immer einer da ist. So, okay, ich glaube, es reicht einer, oder? Vielleicht muss einer aktiviert sein, damit sie einen Grund haben, wieder zurückzukommen. Ne? So, tada, tatsächlich. Okay, gut. War jetzt mal verwirrt, ey. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gemacht werden muss. Warum rennen hier einfach rum? Nur so zwei Typen. So, wieder zurück. Jupp, der ist auch wieder da. Lalalala. So, ist der andere wieder da. Na, vielleicht noch nicht ganz. Okay, wartet, ich kann jetzt mal wieder was... Obwohl, dann ist er schon wieder reingestoopt. Hat er gar nicht geschafft, hier alles rauszuziehen. Bum, bum, bum. Raum, dim, dim, dim. So. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass wir das jetzt nochmal machen müssen. Ich habe das ja nicht wissen können. Ich habe das jetzt nicht geahnt, dass man wirklich dann alles nochmal machen muss. Aber gut, dann machen wir es jetzt aber diesmal richtig. Wie die Steine hier alle rumliegen, so viele. So, kommt der andere zwischen eh wieder da. Jawohl, da rennt er rum. Das ist ganz wichtig, alle nicht irgendwie einfach irgendwo runterfallen. Ey, die nehmen die echt immer so mit. Habe ich nicht gesehen. Die laufen da dran vorbei und dann werden die... Sind das denn selber magnetische Viecher oder was? So, der letzte ist hoffentlich auch wieder da. Da ist er, der letzte. Yeah! Da muss ich natürlich noch alles aktivieren, ne? So. Okay, ich hoffe, das war's jetzt halt auch, ne? So, also hier rein. Warte, hier fehlt noch irgendwo ein Stein. So, der da. Weil hier ist er schon drinne. Jawohl, aber hier noch nicht. So. Was zum... Komm, Spyro. Komm. Und... Perfekt. So, erledigt. Und, okay, der letzte kommt auch wirklich nicht wieder. Perfekt. So, erledigt, erledigt. Halt. Hier. Stone, danke. So. Den Stone. Der muss hier winnen. Das war's. Ich habe dieses glänzende Ding unter unseren Witzsteinen gefunden. Bitte nimm es als Belohnung. Als Belohnung. Dankeschön. Supi. Ja. Da freut sich der Spybo. Zack. So, die erste hiervon. So, ich glaube, hier geht's dann. Von hier aus geht's aber, glaube ich, nirgendwo weiter, ne? Gehen wir erstmal wieder zurück. So, dann muss ich jetzt ja, ganz normal den Weg erstmal weitergehen. Bis ich hier durchrennen kann und dann die ganzen anderen. Windmühlen noch kaputt machen kann. Ja, wird aber. Komm, das schaffen wir heute. Wir haben mit ein bisschen Tempo hier nochmal saven. Danke. So, so, Gegner killen. Roboter killen. Noch mehr Gegner killen. Damit ich hier schön gleich boosten kann. Roboter killen, den Typen killen. Alter, wie er schon ausholen wollte. So, Diode eingesammelt. Bam, 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 bam. So, mal einsetzen. So. Krieg jetzt nochmal den Talisman eigentlich, weg mit dem Quatsche. Nee, okay, ist schon der Nachhauseweg, alles klar. Danke, Spybo. Ich krieg dir doch nochmal den Talisman. Okay. Cool. So. Du besitzt den Talisman bereits. Ach, haben die echt mehrere davon und sagen wir denn nicht. Sagen wir nur nicht, ob das so ist. Okay, gut. So, sind jetzt hier alle erledigt. Ne? So, da muss ich jetzt bloß noch halt irgendwie. Ja, auf das Dach da. Okay, weiß ich ja, weiß ich ja. Erstmal soll ich jetzt den Turbo-Boost machen können. Ich habe genug Dinger zerstört. So, ich hoffe, ich habe auch alle Windmühlen dann zerstört, ne, wegen dem Achievement. So, 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 dann kann man ja echt mal, da sieht man mal echt, dass so ein Level an sich doch schon recht schnell gehen kann. Boom. So. Alles klar, Schalter aktiviert. So, das sind ja auch die Dinger hier langsam. Ja, hier weiß ich halt bloß nicht, ne, weil ich komme hier nicht oben rauf. Vielleicht echt von woanders. Boom. So. So, das sind ja so Brücken. Oh, guck mal, oben sind auch Juwelen da oben. Habe ich gerade gesehen. Also ich müsste halt da oben. Da oben sind Juwelen drauf. Okay, was heißt, wie komme ich denn da hin? Von wo, ne? Und wie von da oben, von dem Haus da? Ne, oder halt von dem anderen Dings da ja auch nicht. Aber nicht, dass ich jetzt irgendwo nur eine Leiter sehe oder so, dass ich eigentlich mit einer Leiter da hoch muss. Das wäre nicht so geil. Ups, verdammt. Schon wieder daneben. Ja, hier ist ja die doofe Stelle, wo ich richtig doof rumrennen muss, aber gut. Kriegen wir hin. Bam, bam. Wie soll ich denn da oben hinkommen? Da oben muss ich irgendwie rauf. Oder es ergibt sich gleich noch. Ich bin mal einfach kurz geduldig. Ne? Kann sich auch gleich noch ergeben. So, erstmal hier. Kaputt! So. Aktiviert der Schalter. So, ich habe ja leider noch nicht alle.
Alle hier mit der letzten Windmühle habe ich nämlich alle zerstört, weil leider ja eine fehlt, wo ich jetzt hoffentlich hinkomme, nach ganz nach oben da. Ist das wenigstens erledigt. So, okay, jetzt hier haben wir mal diese Dove hier rumlenken. Das ist ein bisschen, ist schon ein bisschen tricky. Aber, ja, sag ich ja, weil man kann das nicht so schnell erkennen, ne? Von wegen, jetzt muss ich jetzt rum und so, da muss man schon echt auswendig können, den Weg. Bom, 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 bom. Ich hoffe, es ist auch der richtige Weg, ne, um halt, also wir haben ja schon gesehen, dass das funktioniert. Weil Spyro lenkt dann ja doch ein bisschen sehr scharf. So, oh, zu früh, ne, zu spät gesprungen. Ganz bisschen zu spät. So, ich hoffe bloß, dass ich jetzt halt echt, ne, nicht nochmal irgendwo runterfalle, weil das ist echt gemein. Ich darf nicht einmal runterfallen. Boah, Alter! Geht zu krass, zu früh gesprungen und konnte nicht mehr lenken in der Luft. Nicht mehr so krass korrigieren zumindest. Jetzt komm schon! Oh, okay, gut. So, alles erledigt. Hier, der Typ schon wieder, ne? Ja, ja, mit deinem... Ah, Spyro, guck mal, siehst du das große Gebäude da, Mann? Ja, ich hab's doch schon längst gesehen. So, das Ding hier ist verlangsamt. Perfekt. Gut, okay, welche Runterfalle kann nichts passieren. Der muss ich dann nach links rüber. Hups. So, und da komme ich vielleicht dann doch von da aus. Muss ich denn über die ganzen anderen Ventilatoren hier rüber? Könnte doch klappen, Mann. So, hier muss ich jetzt... jo, okay, es kann, sollte easy sein. Ups. Okay, was war das denn jetzt? Ah. Ich habe Angst, wenn ich nur springe, ne, also einfach nur springen, dann falle ich runter. Ich habe Angst halt nur zu springen und dann falle ich runter. Aber wenn ich gleite, fliege ich zu weit. Und dann nochmal mit X abbrechen, dann irgendwie ist alles vorbei. Ups. So, jetzt machen wir auf die Hups. Wow. Zack. Hups. Wow. Zack. Hups. Und zack. Cool. War der so schwer? Wo ist das Problem? Alles gut. Bams. Bams. So, jetzt hat der da auch noch eine Aufgabe. Okay. Was hast du denn jetzt? Spyro, du schlägst dich gut. Nimm dieses kleine Schmuckstück als Glücksbringer. Falls du Fragen zur Stilllegung der Fabrik hast, wende dich einfach an mich. Yeah! Einfach so eine Belohnung. Cool. Zack. So, jetzt kann ich von hier, muss ich jetzt echt hier rüber. Oh. Die nächsten Gleitflüge werden knifflig. Du wirst schweben müssen. Drück Aktion beim Gleiten, um zu schweben und höher zu kommen. Denk dran, Aktion zu drücken, wenn du ganz in der Nähe der Windmühle bist. Sonst schaffst du es nicht. Sonst schaffst du es nicht. Wow, Schwierigkeitsgrad 5. Ja, weil echt, ja, sonst schaffe ich es nicht und ja, kann nochmal hier hochrennen. Na gut, okay, es sollte aber eigentlich, müsste ja eigentlich nur so ein bisschen so abpassen. Ne, genau, abpassen, so. An sich, ich hoffe, ich habe so richtig ein Gefühl, dass Spyro an sich sehr schnell ist. Warte mal, kann ich hier hoch? Oh, jetzt will ich hier ausprobieren, ob ich hier hoch kann. Ich kann da bestimmt hoch. Oder? Warte mal, ist er hier so? Warte mal. Okay, seht ihr? Verdammt, da kann ich nicht hoch. Obwohl es so aussah. Na gut. Okay, auf jeden Fall werde ich, glaube ich, wenn ich die Mine da jetzt stillgelegt habe, dann werde ich, glaube ich, automatisch wieder hier zurückgeschickt. Also alles gut. Wow, okay. So, kriegen wir doch hin. Kriegen wir doch alles hin. Ich lasse mich auch immer zu sehr verlocken, ne? Ich habe bestimmt gerade schon vor dem PC gesessen. Nein, da kannst du nicht hoch. Nein. Tja. So ist das nun mal. Hupsi. So, du wirst schweben müssen. Ach. Oh. Oh, sowas sagt dann auch immer keiner. Okay, jetzt habe ich hier eine Abkürzung. Okay. Ich habe eine Abkürzung jetzt. Aktiviert natürlich durch den Knilchen da. Alles klar. Gut. Schön, dass ich das jetzt weiß. Yeah! Wow, wie knifflig. Okay, also wenn es so bleibt, dann finde ich es gar nicht mal so knifflig. Eine 5-Sterne-Mission. Okay. Oder halt Aufgabe. So, muss ich einfach zu dem anderen Ding darüber. Oha. Na gut. Die nächsten Sprünge werden knifflig machen. Ach ja, guck mal, wie einfach das ist. So. So, denn darüber und dann sollte sich ja, dann haben wir das ganze Level gesehen im Prinzip, dann gibt's hier ja gar nichts mehr. Dann ist alles soweit. Ready, wie viele Juwelen fehlen noch? Noch an gut 50 Juwelen fehlen noch. Verdammt. Oh, die liegen ja da. Okay. Ach nee, warte mal, die sind ja keine 25er, die lilanen. Ah, dann komme ich da hoch und dann komme ich zur Fabrik. Alles klar. Hups. So, zack.
Und jetzt da halt rüber. Okay. Ach, jetzt schweben ist so geil. So, habe ich jetzt alle Windmühlen zerstört? Nö. Echt nicht. Doch, yeah, Fähigkeitspunkt erhalten. Gut, das muss ich zum Beispiel nicht mehr machen. Okay, hier muss ich auch rüberschweben. Wartet mal. Kommt da noch eine andere Wand? Nee. Okay, gut. So, das ist jetzt das Fiese. Wenn ich hier verkacke, muss ich doch alles nochmal machen, oder nicht? Oder? Oder bleibt zumindest die Abkürzung da stehen? Na gut, okay, kommt. Hilft nichts. Ich tu's. Ich werd's tun. Hups. Ups. Oh je. Oh. Spyro, Hilfe! Der Schalter zum Ausschalten der Handwerkerfabrik ist in diesem Raum, aber es ist schrecklich laut da drin. Ernsthaft? Es ist schrecklich laut da drin. Okay, zack, zack. Yeah, wir haben alles gefunden. So, jetzt müssen wir bloß noch das hier ausmachen. Und okay, ich muss hier gar nichts machen, außer den Schalter drücken. Danke, dass du die Fabrik stillgelegt hast. Hier, das habe ich im Getriebe gefunden. Du kannst es haben, wenn du willst. Kann nicht wahr sein. Das war's. Yeah. So. Leute, damit ist das Level doch complete. Cool. So, dann lasst mich mal halt jetzt nochmal schön nach draußen gehen. Also nee, also den richtigen Ausgang benutzen. Ah, oh, supi. So, hat alles geklappt. Sehr schön. So, danke für den Talisman, ne? Und tschüss. So, das wird ganz spannend. Wie hier der Endabspann. Tja, sie sind auch nur kleine Arschlöcher. Habt ihr gesehen? So. Supi, haben wir nochmal so, ja, quasi den ganzen Part dafür jetzt verbraucht. Aber schön, 100% abgeschossen, super geil, ich freue mich, yay. Ja, und jetzt können wir zum ersten Boss, Leute. Also das Sommerland müsste jetzt abschließbar sein. Mal gucken, jetzt halt müsste sich die letzte Tür öffnen, aber eigentlich, es fehlen halt noch so viele Aufgaben. Aber nee, okay, da muss ich halt klettern können für, bestimmt. Und die letzten Juwelen sind auch bestimmt wegen Klettern nur machbar. Nun gut, haben wir das erstmal ein bisschen Geduld. Whee. Ah. Gut, Talisman, alles klar. Hier, ne, zum Beispiel hier hoch und sowas alles. Ja, da, das wird noch ein bisschen dauern. So, okay, wo ist denn jetzt die große Tür, Mann? Wo ich da hinkomme zu dem Typen da? War das hier? Oh, ne, von hier komme ich. Ups. So, ich bin, glaube ich, dann hier lang gegangen. Irgendwo stand auf jeden Fall die Fahnenfrau stand da auf jeden Fall vor. So. So. Nee. Hier, Ozeanstrecke, wo ich auch noch nicht alle 100% habe. Ich sehe der auch noch nicht. Verdammt, wo waren das jetzt? Und da habe ich da einen Kristall übersehen? Ich hab einen Kristall übersehen. Okay. Jetzt habe ich ihn aber. So, hier ist es. Okay, gut. Was passiert denn jetzt? Zeig mal her. Gut gemacht, Spyro. Du hast jetzt alle 6 Talismane. Jetzt geht die Tür auf. Ja! Oh, Verlies von Quirsch. Jetzt geht die Tür auf. So, jetzt bin ich einfach Psusu. Cool. Ja, Leute, ich würde vielleicht noch einen Blick reinwerfen. Weiß gar nicht, ob es hier direkt ein Boss ist oder ob das auch wieder ein eigenes Level ist. Ne, warte, man kann ja mal kurz gucken. Okay, ist es noch nicht da, weil ich noch nicht drin war. Na gut, ey, 3 Level 100%. Sehr gut. Okay, geh nochmal schnell reinschnuppern. Wow! Bevor du das Burgverlies erreichst, Spyro, möchtest du vielleicht wissen, wie Riptor und seine Monster nach Avala kamen. Weißt du, letzte Woche in der Wintertundra hat der Professor an einer neuen Superportal-Technologie gearbeitet. So, das ist die letzte Kugel. Mal sehen, wir brauchen nur noch Koordinaten. Ja, wie wär's mit 22475? Mein Geburtstag. Nein, Jäger, nicht! Was? Warum könnt ihr denn nicht? Wo sind wir? Keine Drachen? Wunderbar!
Brush, geh und pack meine Sachen. Wir ziehen ein. Sagt Hallo zu eurem neuen König. Professor, schalt es ab, schnell! Oh Mann, ich sehe den Schalter nicht. Ich glaube, meine Brille ist kaputt. Quatsch, geh durch das Portal, Idiot! Sag deinen Freunden, sie sollen die Kugeln in Avala verteilen. Schnell! Nein! Gall! Was? Hol die Kugeln zurück! Au! Du abscheuliches kleines Wesen! Oh, warte! Es sieht schlecht aus für Avala. Jäger, warum jagst du ihn nicht? Ja, ich hätte ihn ja gejagt. Aber hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Professor, kann uns vielleicht ein Drache helfen? Ja, ich glaube schon. Wir brauchen eine Welt, die besser dafür geeignet ist, eins dieser Wesen abzufangen. Zum Beispiel Glimmer. Quirsch. Unfassbar. Die Story ist richtig dumm. Ich sehe den Schalter nicht. Es gibt nur einen. Naja, ist aber, ne, ist ja typisch so. Die Story ist ja echt nur Beiwerk. Und deswegen einfach nur richtig doof. Oh shit. Okay, Leute. Okay, Leute, der brüllt mich an. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schön zu wissen, wie das alles passiert ist. Natürlich wieder aus kompletter Doofheit. Das ist richtig dumm. Aber so sind die Storys von 3D-Plattformern, ne? Das ist ja vollkommen legitim. Und ich glaube, man soll darüber lachen. Aber der Quatsch ist doch eindeutig ein Drache. Also, ja, ich meine, der hat Flügel. Nun gut, Leute. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Ciao, ciao.